und zu wagt sich die Aktuelle Stunde an Geheimnisse ran. Gemeint sind jetzt nicht Mauscheleien in Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Mit sowas haben wir jeden Tag zu tun. Gemeint sind richtige Geheimnisse, rätselhafte Begebenheiten, die sich in Nordrhein-Westfalen zugetragen haben. Und heute haben wir wieder so eine geheimnisvolle Geschichte über eine verrückte Erfindung. Herauszufinden war, woher sie kam und wer sie sich ausgedacht hat. Historische Spurensuche. Am Anfang war der Traum von einem schönen, wenn auch gebrauchten Mercedes. Und davon hatten Roland Kammerer und Markus Zimmermann einige zu bieten. Gegen Bares, versteht sich. Doch Ralf aus Sachsen, der im August 1988 auf den Hof der beiden Kölner Mercedes-Sammler schneite, hatte zwar seine Flausen im Kopf, doch keinen Pfennig in der Tasche. Hallo, was machst du da? Dollar Schlitten ist das. Und? Was kostet denn sowas? Ein bisschen zu viel für dich. Aber er besaß etwas anderes und er bot den beiden einen Deal an, um sich seinen Traum vom westlichen Kapitalistenauto doch noch zu erfüllen. Schon am nächsten Tag brachte er im Motorradbeiwagen seinen Beitrag zum Tauschgeschäft und eine unglaubliche Geschichte lieferte er gleich mit. Er selbst sei damals mit diesem Gerät aus dem Osten geflohen. Das Gerät war ein Ein-Mann-Hubschrauber. Bereits 1939 gab es ein Patent für einen solchen Hubschrauber. Das Ausgabedatum 1. April deutet nicht auf einen April-Scherz hin, auch wenn keiner bis heute dieses Gerät fliegen sah. 1958 wurde ein Hubschrauber zum Patent angemeldet, bei dem weder die Bügelfalten in der Hose des Piloten noch dessen glückliches Gesicht darüber hinwegtäuschen können, dass es sich hierbei um eine sehr verwegene Konstruktion handelte. Der Reifen in der Mitte enthält den Treibstoff. Der eingetauschte Hubschrauber brachte Markus und Roland schon eine Menge Aufregung. Die Freude, als sich die Rotorblätter zum ersten Mal drehten und dann das Herzklopfen, als Roland einmal kurz abhob. Eine Handbreit. Zu fliegen traute er sich nicht, auch aus Sorge um das historische Gerät. Nach dem skurrilen Tausch Hubschrauber gegen alten Mercedes haben wir den Kontakt zum Ralf leider verloren. Wir haben ihn seit diesem Tag eigentlich nicht mehr wiedergesehen und waren natürlich sehr neugierig, was mit dem Hubschrauber so zusammenhängt. Die ersten brauchbaren Hinweise auf die Geschichte des Hubschraubers bekamen wir circa ein Jahr später, als wir damit auf einer Flugzeugmesse in Baden-Baden waren. Ja, und das war der Publikumsmagnet schlechthin. Die Leute sammelten sich traubenförmig um unseren Hubschrauber. Wir lernten auch viele Hubschrauberpiloten kennen oder ältere Leute, die sich also auch an diesen Hubschrauber erinnern konnten. Die Spur führte nach Neuss. Der Elektrotechniker Willi Weihrauch träumte hier in der Nachkriegszeit seinen Traum vom Erfolg, vom großen Durchbruch. Zusammen mit seinem Vetter Johannes Schmitz nahm er einen Kredit auf und die beiden begannen im Hinterhof des Hauses Venloer Straße 68 mit der Produktion. Geldgeber waren im Gespräch, sechsstellige Summen, Fabrikationshallen sollten gebaut werden. Sie hatten wahrhaft hochfliegende Pläne. Weihrauch und Schmitz machten Schlagzeilen. Die Presse war begeistert und wähnte bereits Heerscharen von fliegenden Berufstätigen. Doch dann war das Geld plötzlich alle und Weihrauch ging nach Übersee, in der vagen Hoffnung auf Erfolg. Doch der blieb aus. Sein Traum vom Fliegen war ausgeträumt. In Kanada verliert sich seine Spur. Mit ihm war sein Ein-Mann-Hubschrauber fast 40 Jahre lang verschwunden, bis er wieder in Köln auftauchte. Ob er jemals flog? Es gibt keine Fotos, keine Filme. Auch die Journalisten damals haben ihn nicht fliegen sehen. Einer kann Auskunft geben. Zum ersten Mal treffen sich die Besitzer des Hubschraubers und Hans Schmitz, der Sohn von Johannes Schmitz, auf dem früheren Werkstattgelände. Als 12-Jähriger war Hans Schmitz dabei, als sein Vater und Willi Weihrauch den Hinterhof zum Flugfeld machten. Auf historischem Gelände soll der Hubschrauber nochmals gestartet werden. Und dann die entscheidende Frage. Ist das Gerät jemals geflogen? Es ist geflogen. Im eigenen Gelände, im Hof, etwa 2-3 Meter hoch, auch vielleicht nur 2-3 Minuten lang. Und dann gab es Probleme mit dem Vergaser. Und das ist auch mehrmals versucht worden. Die Spannung bei den Nachkommen von Johannes Schmitz ist groß. Einige erinnern sich noch an die damalige Zeit, an die Hoffnungen, die mit dem Hubschrauber verknüpft waren. Für die anderen wird ein Stück Familiengeschichte zum ersten Mal lebendig. Roland wird auch diesmal nicht abheben. Und so gibt es auch keine Flugaufnahmen. Oder zumindest fast keine.